Wenn ihr euch gefragt habt, wo zwei der berühmtesten Schwestern der Welt geblieben sind, seitdem sie mit der Schauspielerei aufgehört haben, seid ihr wahrscheinlich nicht allein. Hier erfahrt ihr den Grund, warum man nur noch selten von den Olsen-Zwillingen hört. Wenn ihr mit der Serie Full House aufgewachsen seid, kennt ihr bestimmt die erste große Rolle der Olsen-Zwillinge. Aber ihr wisst vielleicht nicht, wie jung sie damals waren. Nachdem Mary-Kate und Ashley im Alter von nur 6 Monaten für die Rolle des süßesten Familienmitglieds Michelle gecastet wurden, wurden sie dank der anhaltenden Popularität der Serie und der großen Zuneigung für die Figur zu Stars. I've been on Full House for ever. Da die Zwillinge jedoch so jung anfingen, konnten sie sich ihre Karrieren nicht wirklich aussuchen. Full House war eine große Chance für Mary-Kate und Ashley. Aber es ist auch verständlich, dass sie sich schließlich für andere Dinge interessierten. Unabhängig davon, ob Mary-Kate und Ashley die Möglichkeit hatten, sich ihren Beruf als Kind auszusuchen oder nicht, lässt sich nicht leugnen, dass ihre Zeit als Schauspielerinnen wahnsinnig lukrativ war. Nachdem sie älter geworden waren, gründeten Mary-Kate und Ashley Dualstar Entertainment und es entstand ein Fanclub, der als Abonnementseite und als Rückgrat des wachsenden Medienimperiums der Zwillinge diente. Im Jahr 2007 reihten sich die Olsens sogar in die Forbes-Liste der reichsten Frauen in der Unterhaltungsbranche ein, welche ihr Nettovermögen auf 100 Millionen Dollar schätzte und feststellte, dass Dualstar, Zitat, in einem Jahr weltweit Waren im Wert von 1 Milliarde Dollar verkauften, von Videos bis zu Haarpflegeprodukten. Zu dieser Zeit waren die Zwillinge gerade einmal 20 Jahre alt. Da sie ihr Vermögen bereits sehr früh erwirtschafteten, konnten sie auch ziemlich früh wieder aus dem Rampenlicht treten. Es mag ein wenig verrückt erscheinen, dass Mary-Kate und Ashley buchstäblich Milliarden scheffelten, bevor sie legal Alkohol trinken durften. Aber wenn man bedenkt, wie hart die Zwillinge während ihrer Schauspielkarriere gearbeitet haben, versteht man warum. Nach Full House begannen die beiden in den 1990er Jahren mit einer Reihe von Spielfilmen, Fernsehfilmen und Direct-to-Video-Veröffentlichungen. Insgesamt wirkten die Zwillinge zwischen 1992 und 2004 in 27 Projekten mit. Das Jahr 2004 beendete jedoch ihre gemeinsame Schauspielkarriere mit New York Minute, ihrem zweiten Kinostart. Der Film schnitt sowohl bei den Kritikern als auch kommerziell schlecht ab. Er hatte einen der schlechtesten Starts aller Zeiten, was nicht gerade ein versöhnlicher Abschluss für die Schauspielkarriere der beiden war. Die Olsens waren während ihrer Kindheit und Jugend zwei der berühmtesten jungen Frauen der Welt. Es überrascht jedoch kaum, dass dieser Ruhm mit einigen Nachteilen einherging. Insbesondere wurden sie oft als Objekte angesehen. Im Juni 2019 schrieb die Autorin Yomi Adeguke einen Artikel über Männer in der dunklen Ecke des Internets, die, Zitat, herunterzählen, bis junge Frauen 18 werden und legal werden, und sie erwähnte dabei die Olsen-Zwillinge als Beispiel. Mary-Kate und Ashley wuchsen seit ihrem Casting bei Full House im Alter von nur 6 Monaten vor der Kamera auf. Adeguke schrieb, Männer, die geduldig warten, bis sie in die Pubertät kommen und deren Fantasien den Wechsel von pervers zu langweilig vollziehen, machten mir ein mulmiges Gefühl. Adeguke verbringt den Rest ihres Aufsatzes damit, die ernsthaft schädlichen Auswirkungen dieses beunruhigenden Trends detailliert zu beschreiben, der für die Olsens potenziell schädlich war und eine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt haben könnte, die Schauspielerei zu beenden. In den Jahren, nachdem New York Minute an den Kinokassen floppte, haben die Olsens Trost und Erfolg in einem völlig neuen Projekt in der Welt der High Fashion gefunden. Im Jahr 2006 gründeten die Zwillinge The Row. Die Marke war das Ergebnis von Ashleys Bedürfnis, das perfekte weiße T-Shirt zu kreieren. Die beiden zogen es vor, die Kleidung für sich selbst sprechen zu lassen und gaben selbst mehrere Jahre nach dem Debüt kein öffentliches Interview über The Row. It's not a trend-based brand. It's really about what these women want to be wearing every day. The Row, das den Olsens immer noch gehört und neben Linien wie Elizabeth and James, einem nach den Geschwistern benannten Konzept, geführt wird, hat mehrere Preise gewonnen. 2 Jahre in Folge wurde The Row sogar mit der höchsten Auszeichnung des Council of the Fashion Designers of America, dem Women's Wear Designer of the Year Award, geehrt. 2018 kündigten die Olsens an, dass The Row eine Herrenmodenlinie mit Strick, Anzügen und Denim auf den Markt bringen wird. Warum zur Schauspielerei zurückkehren, wenn man eine erfolgreiche Modekollektion hat? In Abwesenheit ihrer Schauspielkarriere haben sich sowohl Mary-Kate als auch Ashley darauf konzentriert, Mode zu machen. Im Laufe der Jahre hat Mary-Kate jedoch ein Talent entwickelt, das sie nicht mit ihrem Zwilling zu teilen scheint, das Reiten. Laut Popsugar wurde Mary-Kate im September 2016 bei der Teilnahme am jährlichen American Gold Cup gesichtet, der auf der Old Salem Farm in New York stattfindet. Das Magazin berichtet, dass Mary-Kate während der Veranstaltung, die als eine der renommiertesten Springreitveranstaltungen der Welt gilt, 3 verschiedene Pferde ritt. Zu diesem Zeitpunkt
Zeit ritt Mary-Kate bereits seit 3 Jahren wettbewerbsmäßig Pferde und wurde beim Freizeitreiten an Orten wie den Hamptons fotografiert. Es scheint, als würde dieses Hobby Mary-Kate mehr interessieren als die Schauspielerei. Und sie ist eindeutig talentiert, wenn sie es zu diesem berühmten Event geschafft hat. Auch wenn es den Anschein hat, als würden die Olsens so gut wie alles gemeinsam machen, ist vielen nicht bewusst, dass eine der Zwillinge noch ein wenig länger auf den Bildschirm zu sehen war als ihre Schwester. Nachdem Ashley mit der Schauspielerei aufhörte, machte Mary-Kate weiter und spielte in Projekten wie dem von der Kritik verworfenen Film Beastly von 2011 mit. Im Jahr 2012 verrieten die Zwillinge jedoch gegenüber Elle UK, dass sie endgültig aus dem Spiel sind. So erzählte Mary-Kate dem Magazin. Es fühlte sich einfach nicht richtig an, das Rampenlicht zu verlassen. Inzwischen sagt Ashley: Ich muss kein hübsches Gesicht sein, das habe ich hinter mir. Jetzt ist es wichtiger und befreiender, auf der anderen Seite der Linse zu stehen. Ich mag es nicht mehr, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie fügte hinzu, dass sie immer noch an Hollywood interessiert ist, aber dass, wenn sie jemals zurückkehren würde, es nicht als Schauspielerin tun würde. Die beiden haben ihr Glück eindeutig woanders gefunden, und zwar miteinander. Mary-Kate erzählte Elle: Nichts würde uns jemals trennen. Wir arbeiten auch an einigen Nebenprojekten, aber wir arbeiten besser als Team. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingssachen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.